du mir den Rücken eincremen, Tommy Süße? Was siehst du denn da so Faszinierendes? Über das Diadem von Josephine. Das was? Das diamantene Diadem, das Napoleon seiner Kaiserin geschenkt hat. Das Diadem, auseinandergenommen, die Steine einzeln verkauft, könnte garantiert mindestens über 20 Millionen Francs bringen. Das ist ja mehr als das, was wir bei dem verrückten alten Baron rausgeholt haben. Und doppelt so viel wie die Beute aus dem Millhaven-Raub. Das Krönchen wird aber gut gesichert sein. Daran bin ich noch nie gescheitert. Und wie kommen wir an das Ding ran? Paris. Paris? Paris? Wir kommen sehr gern. Wer war denn am Apparat, Liebling? Claude Luther. Oh. Die Auktion findet nächsten Freitag statt und wir bieten mit. Es ist doch gar kein Katalog von Luther in der Post gewesen. Kein Wunder, bei der Auktion geht es um ein einziges Stück, Max. Und das ist ein Diadem, das Napoleon seiner Josephine geschenkt hat. Alle Achtung. Können Sie sich vorstellen, was das heißt? Nein. Es kommt so gut wie nie vor, dass die französische Regierung gestattet, dass ein nationaler Kunstschatz das Land verlässt. Falls ein Ausländer ihn kriegt. In diesem Fall wird der Ausländer alles dran setzen, ihn zu kriegen. Und Sie kaufen das Diadem für Mrs. Hart? Für mich und für alle Frauen dieser Welt. Eine Spende von Hart Industries an das County Museum. Lass uns gleich losfliegen, dann haben wir bis zur Auktion wenigstens die Zeitverschiebung im Griff. Na dann komm, wir gehen packen. Friedwart, wir beide gehen ins Tiergeschäft und sehen uns französische Pudel an. Dann hast du wenigstens einen Duft von Paris, das ist doch auch was. Na, wie war's? Ein Kinderspiel. Wir gehen über das Dach und hier rein. Wie ist der Raum gesichert? Mit einem Standardschloss, das habe ich in einer knappen Sekunde auf. Und innen? Neuestes Infrarotsystem an den Türen. Ein Zeitschloss vor dem Ausstellungsraum und unterm Teppich druckempfindliche Platten. Wie viele Wachen? 3. Alle bewaffnet. Wie kommen wir da vorbei? Für uns ist nur einer gefährlich und das ist der Mann im Foyer. Gegen 2:20 beginnt er seine Runde. Wo ist das Diadem? Im Ausstellungsraum. Genau um 2:30 geht das Zeitschloss auf. Wir brauchen nur pünktlich zu sein und dann marschieren wir rein. Das klingt ja ganz unglaublich. Und wo ist der Sicherungskasten? Wo können wir den Hausalarm abschalten? Da, hier unten an der Treppe, hier. Und wenn dabei was schief geht? Dann hab ich die Walter mit dem Schalldämpfer und du die 38er. Pow, pow. Also, wenn Sie mich fragen, das gibt einen harten Kampf heute Nachmittag. Eins überrascht mich allerdings sehr. Es ist kein Repräsentant vom Getty-Museum da. Hm. Das Diadem der Kaiserin Josephine stammt aus dem Jahr 1809. Es ist vollkommen logisch, dass niemand da ist. Die interessieren nur VDS-Objekte. Mhm. Vor der Schöpfung.
Arzt hat mir Kaffee strikt verboten. Wieso denn, Claude? Mein Herz. Sehen Sie, ich kann nun mal weder dem Kaffee widerstehen, noch den anderen versuchen. Was ist nach der Auktion? Bleiben Sie noch ein wenig in Paris? Nein, wir wollen noch ein paar Tage an die Côte d'Azur. Die Côte d'Azur ist doch um diese Zeit schrecklich überlaufen. Wir finden immer ein ruhiges Fleckchen. Weißt du was? Wir fahren ganz langsam durch die Dordogne, Richtung Westen, Richtung Pyrenäen, so wie letztes Jahr. Ah, das wäre schön, Liebling. Erinnerst du dich noch an das kleine Hotel in der Nähe von Perpignan? Weißt du das noch? Das war schön, hm? Wir haben nichts gesehen. Wir haben nicht mal Perpignan gesehen. Romantisch. Oh, es ist schon 3:05. Garçon? Kann ich Ihnen noch irgendetwas bieten, bevor die Galerie öffnet? Oh ja, das wäre sogar sehr nett von Ihnen. Ich würde mir das Diadem gerne ansehen, du nicht auch? Aber ja doch. Und zwar bevor die vielen Menschen alle kommen. Wäre das möglich, Claude? Wieso nicht? Denn schließlich ist es ja meine Galerie. Oh, einen Moment, ja? Danke. Gehen wir? Jennifer Edwards? Oh, Pierre Dupont! Oh, das ist ja nicht zu fassen. Das darf doch nicht wahr sein. Pierre. Du siehst fantastisch aus. Oh, vielen Dank, Liebling. Pierre Dupont, mein Mann Jonathan Hart. Enchanté, Claude Luther. Monsieur? Très heureux. Wir haben zusammen an der Sorbonne studiert. Also, das ist wirklich eine nicht Überraschung. Zu fassen. Wir haben uns eine Menge zu erzählen. Ja, das stimmt, aber wir waren gerade im Begriff zu gehen. Ach, Schatze, ich habe noch einiges mit Claude zu besprechen. Wir fahren schon zur Galerie und du kommst später nach. Hast du wirklich nichts dagegen? Nein. Pierre, es hat mich sehr gefreut. Mon plaisir, monsieur. Bis nachher, Liebling. Ja, gut. Monsieur? Alors, quelle surprise. Ah, oui, mais tu n'as pas changé. Vraiment, vraiment. Et toi, alors, et toi? Raconte. Tu veux du champagne? Bonjour, comment ça va? Bonjour, ich möchte Monsieur Hart gerne das Diadem zeigen. So, mein lieber Freund, der Schatz ist da drin. Schließen Sie die Tür. Ein Wort und Sie sind tot. Hier kommen Sie doch niemals raus. Tun Sie alles, was er sagt. Jonathan, Sie haben das Diadem. Jonathan? Etwa Jonathan Hart? Ja, ganz recht. Hart Industries, na schön. Dann nehmen Sie mal die Hände hoch, Mr. Hart. Wir McQuarters hatten noch immer Glück. Drüben in der Tasche ist Klebeband, Monique. Du fesselst die Herren. Auseinander. Galerie Luther, Galerie Luther, schnell, Galerie Luther, schnell. Nehmen Sie bitte die Hände zusammen. Madame, ich bin nicht gesund. Mein Herz. Ich brauche meine Medikamente. Wir sind in ein paar Minuten weg. Wenn die Galerie öffnet, sind Sie beide in Sicherheit und auch gesund. Das ist aber sehr nett von Ihnen, mein Freund. Geben Sie Ihre Hände her. Oh.
Wollen Sie etwa, dass der Mann stirbt? Fragen Sie nicht so dumm. Packen Sie das Diadem ein, verschwinden Sie auf dem schnellsten Wege und ich kann endlich Hilfe für meinen Freund holen. Sie holen vor allem die Polizei. Kommt nicht in Frage, Hart. Gehen Sie darüber an die Wand. Ab in die Galerie! Vorwärts, los! Madame, gehen Sie mal bitte aus dem Weg. Das machen Sie. Wird's bald. Dann bitte Sie auch. Achtung, kommen Sie heraus oder wir kommen rein und holen Sie. Übers Dach. Die Galerie ist umstellt. Wir schaffen es auf diese Weise nicht. Ich würde Ihnen raten, aufzugeben. Sie vergeuden doch nur Ihre Zeit. Wenn wir in der Falle sitzen, sitzen Sie ebenso drin. Das ist Ihnen doch wohl klar. Sie dürfen jetzt gehen. Sagen Sie der Polizei, dass wir Jonathan Hart haben und dass wir durchaus bereit wären zu verhandeln. Nein, Madame, nein. Was ist denn hier los? Es ist ein Überfall auf die Galerie, Madame. Die Kerle sind vermutlich bewaffnet. Mein Mann ist da drin. Wer ist das? Jonathan Hart. Na fein, aber wir haben die Situation unter Kontrolle. Gehen Sie jetzt bitte zurück. Und runter mit Ihnen. Nicht schießen! Das ist Monsieur Luther! Ist er angeschossen? Oh mein Gott! Ruf deinen Krankenwagen! Na schnell, schnell! Zurückbleiben! Lass die Tür nicht aus den Augen! Wir haben Jonathan Hart in der Hand! Jonathan! Halten Sie sich zurück! Was sind Sie wert, Hart? 90 Millionen? 200? 400? Wenn ich tot bin, bin ich für Sie gar nichts wert. Wer sind Sie? Wenn Jonathan Hart nichts geschehen soll, dann tun Sie genau, was ich sage. Ich habe Sie etwas gefragt. Keine Polizei. Ich komme zu Ihnen, unbewaffnet und allein. Wenn sich auch nur ein Gendarm hierher bewegt, geht hart drauf. Lassen Sie mich reingehen. Unmöglich, das ist Sache der Polizei. Sie haben es doch gehört, er will mit der Polizei nichts zu tun haben. Wen wollen Sie denn sonst reinschicken? Oh nein, nicht Sie. Damit riskiere ich Ihr Leben. Inspektor, mein ganzes Leben ist da drin, in diesem Gebäude. Ich brauche die Namen und die Beschreibung. Und ich muss wissen, welche Waffen Sie haben. Ich will nicht, dass meinem Mann etwas geschieht. Ich schicke Ihnen jetzt Madame Hart. Nein. Sie rühren sich nicht von der Stelle. Lassen Sie die lieber hier. Einen Schritt weiter.
Wie geht es dir? Soweit ganz gut. Hier bin ich. Ich höre Ihre Forderungen. Einen Wagen, der uns zum Flughafen bringt? Eine Maschine aufgetankt für mindestens 3000 Meilen? Und keine Tricks, sonst muss er dran glauben. Ihr habt eine Stunde. Geh jetzt, mein Liebling. Geh. Gib seine Forderungen weiter. Und wenn die Polizei mitmacht, wird mir nichts passieren. Geh jetzt. Na los. Also, was fordern Sie? Sie wollen einen Wagen und damit wollen Sie zum Flughafen. Da erwarten Sie dann eine vollgetankte Maschine. Ach, unmöglich. Warum? Na, wer sind wir denn? Wir lassen uns doch nicht erpressen, Madame. Inspektor, wenn nun aber Ihre Frau da drin wäre, was würden Sie dann tun? Ich bin Junggeselle, Madame. Wie viele sind es denn? Zwei, ein Mann und eine Frau. Haben Sie Waffen? Zwei Waffen, ja. Und die Frau ist blond und sehr braun und so um die 30, schätze ich. Sehr attraktiv, Französin. Und der Mann? Er ist groß und etwa 40, denke ich. Dunkelhaarig. Er ist Engländer. McWhorter. Tommy McWhorter. Sie kennen den Mann? Er ist ein Psychopath. Er stiehlt Juwelen nur wegen des Nervenkitzels. Er hat auch schon Menschen getötet. Völlig ohne Grund. Er ist mir immer entwischt. Diesmal kriege ich ihn. Inspektor, er hat gesagt, wenn wir nicht tun, was er will, wird er meinen Mann töten. Das werden Sie doch nicht riskieren, nur Ihres Erfolges wegen. Selbstverständlich nicht, Madame. Das Auto ist kein Problem. Das Flugzeug, das ist schon was anderes. Das wird wohl so schnell nicht gehen. Hören Sie, Hart Industries hat einen Privatjet. Die Maschine steht in Orly. Na, fabelhaft. McWhorter! McWhorter! Wir gehen auf Ihre Forderungen ein. Hören Sie. Aber Hände weg von Mr. Hart. Excusez-moi, Madame. Aber ich muss das nun alles in die Wege leiten. Wann werden Sie mich denn freilassen? Sobald wir am Ziel angelangt sind. Und wo ist das? Irgendwo, wo der Sand weiß ist und die Palmen grün, das Essen gut und wo die Auslieferung nach Frankreich unmöglich ist. Ihr Wagen ist jetzt da. Sie können unbehelligt einsteigen. Sie haben eine wundervolle Frau, Mr. Hart, und anscheinend liebt sie sie sehr. Wenn Sie versuchen abzuhauen, wird aus der schönen Frau eine schöne Witwe. Madame. Ich komme mit Ihnen. Sie haben getan, was Sie konnten, Madame, und zwar auf hervorragende Weise, wirklich. Von nun an ist es Aufgabe der Polizei. Operation Blau, es geht los. Achtung an alle. Operation Blau. Was soll das heißen? Operation Blau. Nichts weiter.
Reine Routine. Los, ja. Meines Mannes gespielt, der Verbrecher hätte ihn fast umgebracht. Aber er hat ihn doch nur in den Arm geschossen, Madame. Man stirbt doch nicht an solchen Verletzungen. Na und, was ist mit den Schmerzen, ha? Was hatte diese überflüssige Aktion eigentlich zu bedeuten? Was wollten Sie damit erreichen? Brauchen Sie eine Medaille? Ich habe genügend Medaillen, Madame. Ich kann Ihr Engagement natürlich verstehen, Madame. Es geht um Ihren Mann. Aber meine Verantwortung ist weitreichender. Paris ist inzwischen leider ein Tummelplatz für Terroristen und Extremisten aller Nationalitäten geworden. Viele unschuldige Menschen sind ermordet worden, vollkommen grundlos und völlig sinnlos. Seitdem gibt es für uns eine Regel. Erpresserforderungen werden unter gar keinen Umständen erfüllt. Wer hat diese Regel gemacht? Ich habe viele Vorgesetzte, Madame. Oh, der amerikanische Botschafter wird Ihnen einiges zu sagen haben. Haben Sie gehört? Ja. Aber ja. Ich habe couragierte Frauen schon immer sehr bewundert. Ich fürchte, dass McQuarter Monsieur Hart mit ziemlicher Sicherheit erschießen wird. Wenn es ihm gelingt, Frankreich zu verlassen, was hätte er dann für einen Grund dazu? Nun, er ist eben bösartig. Er genießt es, uns zu verhöhnen und anderen Schmerzen zuzufügen. Er kann Frankreich nicht auf normalen Wegen verlassen. Was glauben Sie? Glauben Sie vielleicht, dass ein Mann von McQuarters Kaliber sich einen Charterflug bucht? Ja, die Grenze zwischen Frankreich und Belgien ist ziemlich durchlässig hier. Genauso wie die zwischen Frankreich und der Schweiz. Und der Südwesten, die Pyrenäen, sind überall durchzogen von Schmugglerwegen. Dann werde ich dort die Grenzwachen alarmieren und auch an die abgelegenen Übergänge Leute stellen. Eins dürfen Sie natürlich nicht vergessen, Kollege. Solange Monsieur Hart bei ihm ist, können wir nichts gegen ihn unternehmen. Wo sind wir? In der Dordogne. Und wenn wir ihn nicht durchkriegen? Madeleine kriegt so ziemlich jeden durch. Hat mir auch schon mal eine Kugel aus dem Bein geholt mit dem Brotmesser. Rüber.
Ist es was Ernstes? Das weiß ich nicht. Er hat eine Menge Blut verloren. Wir kommen nur mit ihm über die Grenze. Sieh zu, dass er noch so lange am Leben bleibt. Ich weiß nicht, an wen ich mich noch wenden könnte, Max. Ja, beim Botschafter war ich. Er hat gesagt, er tut, was er kann. Was sagt denn die Polizei? Ach, die Polizei. Die Polizei ist nur daran interessiert, die Diebe zu erwischen. Oh, Max. Ich habe so schreckliche Angst um ihn. Was soll ich denn bloß tun? Bleiben Sie genau da, wo Sie sind. Ich schnapp mir die nächste Maschine. Nein, das ist nicht nötig. Zu Hause können Sie mehr erreichen. Rufen Sie Senator Peyton an. Der kann uns eventuell helfen. Ja, mache ich, ja. Vielen Dank. Sie glauben gar nicht, wie leid mir das alles tut. Es ist hart. Ich weiß, Max. Gute Nacht. Gute Nacht. Hier ist Inspektor Michelot. Haben Sie etwas über meinen Mann erfahren? McWhorter will hier anrufen, und zwar um Mitternacht. Er will irgendwas Neues aushandeln. Dazu brauche ich aber die Gewissheit, dass Ihr Mann noch am Leben ist. Und jetzt sollen Sie mir seine Stimme identifizieren. Ich komme sofort. Ich werde jetzt Paris anrufen. Sie sprechen mit Ihrer Frau als Beweis dafür, dass Sie leben und gut behandelt werden. Aber ohne Hinweis darauf, wo Sie sind. Ist das klar? Hier, Inspektor Michelot. Hören Sie zu. Kommen Sie bloß nicht auf die Idee, dieses Gespräch zurückzuverfolgen. Deshalb sage ich Ihnen in aller Kürze, was ich zu sagen habe. Sie weisen sämtliche Grenzübergänge an, das Auto, dessen Insassen den Pass von Jonathan Hart vorzeigen, vollkommen unbehelligt durchzulassen. Dass Sie seinen Pass haben, kann ich mir vorstellen. Aber woher soll ich wissen, dass er noch lebt? Hier ist Jonathan Hart. Einen Moment, Monsieur. Bist du es, Liebling? Ja, ich bin's, mein Liebes. Ist sie schlimm, deine Verletzung? Nein, es geht. Es tut mir nur so leid, dass wir nicht nochmal nach Monton können wie letztes Jahr. Jetzt haben Sie Ihren Mann gehört, Mrs. Hart. Wenn Sie jetzt noch den Inspektor überzeugen, ist bald alles zu Ende und keinem geschieht was. Cheerio! Nein, warten Sie doch bitte, warten Sie! Verdammt! Es war doch Ihr Mann. Wir bringen Sie jetzt in Ihr Hotel zurück. Was werden die mit ihm machen? Er ist Ihre Garantie für die Freiheit, Madame. Die werden ihm nichts antun, bis Sie die Grenze passiert haben. Und danach haben Sie keinen Grund mehr, Ihnen was anzutun. Also, haben Sie keine Angst. Herr Claude, fahren Sie Madame in Ihr Hotel zurück. Ja. Bonsoir, Madame. Und machen Sie sich keine Sorgen. Haben Sie Ihr Gesicht gesehen? Sie war sehr verzweifelt. Die Reaktion, als er Menton erwähnt hat, war bemerkenswert.
Ich glaube, das war ein Hinweis darauf, wo er sich befindet. Beobachten Sie Madame Hart, wenn ich recht haben sollte. Führt sie uns direkt zu McQuarter. Gehen Sie. Der einzige Mensch hier in Paris, der mir noch helfen kann. Ich helfe dir gern. Was soll ich tun? Jonathan hat mir heimlich einen Tipp gegeben, wo er ist. Hast du das der Polizei gesagt? Natürlich nicht. Die kämen doch bloß wieder auf dumme Ideen und würden sein Leben gefährden. Es darf überhaupt niemand etwas erfahren. Vielen Dank. Merci. Danke, das reicht. Also, wo ist er? In der Nähe von Perpignan. Und woher weißt du das? Das weiß ich durch unser Gespräch von gestern. Er sagte, wie leid es ihm täte, dass wir nicht nach Menton fahren könnten, so wie letztes Jahr. Letztes Jahr waren wir aber in Perpignan. Ich muss nur den Wagen holen. Oh, vielen Dank, Pierre. Das ist das erste Mal, dass man mich fotografiert hat, seit ich aus Oxford rausflog. Wann hauen wir hier ab? André wartet gegen 4 Uhr früh hinter der Grenze mit einem Flugzeug auf uns. Bleib stehen, du Idiot! Denkst du etwa, du kommst hier weg? Halt! Zurück! Also, ich muss sagen, so allmählich kann ich Sie überhaupt nicht mehr leiden, Mr. Hart. Sie kommen in die Galerie und auf einmal wird aus einem perfekt geplanten Einbruch ein Fiasko. Dann versuchen Sie eine filmreife Flucht und werden leider angeschossen. Wir flicken Sie wieder zusammen. Und wie revanchieren Sie sich? Sie versuchen wieder zu fliehen. Sie sind ein sehr undankbarer Mensch, Jonathan. Wenn Sie nochmal versuchen abzuhauen, werde ich Sie umbringen. Das können Sie sich gar nicht leisten. Ohne mich kommen Sie gar nicht über die Grenze. Darauf würde ich mich nicht verlassen, Sie Mieser. Millionär. Denn sobald wir alle außer Gefahr sind, verpasse ich Ihnen mit größtem Vergnügen eine Kugel. Und zwar genau dahin. Excusez-moi, Monsieur. Haben Sie zufällig diesen Wagen gesehen? Innerhalb der letzten 24 Stunden? So, die Entführung von Jonathan Hart. Ja, ich bin seine Frau. Das Auto? Ich meine, das Auto war hier. Wir mussten die Windschutzscheibe auswechseln. Ach bitte, hat einer von den beiden Männern es gefahren? Nein, eine Frau hat ihn gebracht. Was für eine Frau? Blond? Attraktiv? Sie war dunkelhaarig und hatte eine karierte Jacke an. Haben Sie eine Ahnung, wer die Frau sein könnte? Nein. Sie hatte eine Einkaufstasche und irgendwas aus der Apotheke lag auf dem Vordersitz. Ich glaube, sie kommt hier aus der Gegend. Tja, ich danke Ihnen vielmals. Merci beaucoup. Vous êtes très gentil. Je vous en prie. Warten Sie. Warten. Jetzt. Mal sehen, ob wir dieses Mal Glück haben. Immerhin ist das schon die dritte Apotheke, in der wir es jetzt versuchen. Guten Tag. Ja, bitte, was kann ich für Sie tun? Wir sind auf der Suche nach einer bestimmten Frau. Wir haben sehr viele Kunden, Madame. Die Frau ist dunkelhaarig und trägt eine karierte Jacke. Kennen Sie sie? Ich glaube kaum. Ist es eine Freundin von Ihnen?
Haben Sie dieses Auto vielleicht gesehen oder einen von diesen beiden Männern? Tut mir leid, nein. Vielen Dank. Hast du das gesehen? Ja, die karierte Jacke. Scheint, dass Madame Hart nun fast an ihrem Ziel angelangt ist. Also steigen Sie aus. Gehen Sie zu den Kollegen hier am Ort und fordern Sie Verstärkungen. Ich melde mich dort, sobald ich weiß, wo Sie hinfahren. Ja, gut. Sich in der Scheune. Lass uns nach Hause fahren. Können Sie noch fahren, Monsieur? Oh, das kann ich mir nicht vorstellen. Sie sehen doch, dass er das nicht kann. Dann werden Sie fahren, Madame. Ich will McWhorter nicht nochmal entwischen lassen. Das ist ja dann wohl Ihr Problem, Inspektor. Wir sind hier nicht in Kalifornien, Madame. Wir sind hier in Frankreich. Ich verstehe schon, ich verstehe. Ja, natürlich, wir sind ja auch in Frankreich. Schön aufsetzen.
Jetzt ist er mir tatsächlich schon wieder entkommen. Das sehe ich aber anders. Monsieur Hart, nicht da. Da kann ich ihn leider nicht verhaften. Ich kann ihn nur hier in Frankreich verhaften. Na, komm, mein Junge. Mir fällt es sich leichter. Na, was sagst du dazu? Na ja, ich würde mal sagen, das ist die Krönung deiner Laufbahn. Oh. Du bist die Krönung meiner Laufbahn. Das ist ja fabelhaft, vielen Dank. Das ist eine sehr schöne Nachricht. Wiederhören. Das war Paris. Ach. Der gute Claude ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Oh, das ist ja wundervoll. Mhm. Was liest du da? Napoleons Briefe an Josephine. Hör zu. Si je dois être séparé de toi encore un jour, j'en souffrirai plus que je peux te dire. Das sage ich auch immer, wenn du weg bist. Hm. Oh, pardon, Liebling, tut es noch sehr weh? Nur ein bisschen. Oh. Ich wüsste, wie es wieder besser wird. Oh, nicht heute Nacht, Josephine. Was wollen wir wetten?